Wir sind heute mal unterwegs. Es ist Freitag, unser Freitag. Und heute gehen wir nicht. We don't go to the Boat Avenue. Ne? Mhm. Und heute, jetzt waren wir gerade in der Sauna und jetzt schauen wir mal in ein Restaurant. Tanita hat gerade eins gesehen und meint, es ist vielleicht nicht schlecht. Da gehen wir jetzt mal rein und probieren das aus. In Phuket. Das heißt, ich soll mal umdrehen. Komischerweise hat sie diese Einfahrt hier gekannt. Huh? Huh? How come you know this one? Huh? Naja, man weiß es ja nie. I know everything. You know everything, ne? Interesting U-Turn sign. Es regnet. In die Auto ist kalt. Wenn der Turn auf der Aircon und geht es mit warmer. Wir haben ja sogar eine Heizung hier. Many restaurants hier. Hier gibt es jede Menge Restaurants. Und wir gehen jetzt einmal in das, was sie gerade gesehen hat. Da gibt es auch Khao Phat Po wahrscheinlich. Khao Phat Po ist immer gut. Es ist ein leichter Nieselregen, nicht besonders. You lock the door? Komm. Ja, you lock. Na, dann schauen wir mal, ob das Essen hier lecker ist. Aber ich denke schon, das wird so ein älteres Thai-Restaurant sein, das es schon lange gibt. Jetzt schauen wir mal, das wird schon passen, was die haben. Schau her, da haben sie Kohle, schöner Fisch, ist das nicht top hier? Schaut doch ganz gut aus. Laden hier, schön groß. Big Restaurant, ne? Naja, da trinkt ja Leo oder Singha. Da muss ich schon Bierler trinken, weil das halte ich nicht aus. So, jetzt, ich muss schon sagen, so die Fische 4,50. Naja gut, nicht wirklich so teuer, aber auch nicht mehr so billig. Spicy Minced Pork Chicken Salad 140. Do I have a verlang menu? Is more high or what? No, thank you. Same. Dom Ka Kai, 200. It must be a very big one. Naja, man sieht da, die Preise sind also auch in Phuket Town nicht mehr so günstig. Lab Ladu, ja? We eat catfish. Tarai for the catfish. Nung Roya. How much is the catfish? What do you mean catfish? Where? No, the platuk, the lab platuk. 100 baht. Oh ja, ist okay. Also ein paar Sachen sind gut vom Preis. Also naja, gut, es ist halt so. Es wird halt da alles teurer. Also wir sind mit der Kokosnuss schon immer noch in einem guten Preisverhältnis, wenn ich jetzt so die Preise ja immer mal wieder hier in Phuket Town sehe, sind wir schon günstig nach wie vor. Hier haben wir auch viele Mönche, die hier rumhängen. Ah, da haben wir die alten Thai-Scheine noch vom alten König. Geldscheine. Schön dekoriert. Nice decoration. Da hinten ist der Schrein. Ne? Das ist like the, for the spirit, right? The spirit house, huh? Now the spirit house is over there. What is this actually? Das ist das Restaurant. Ist auf Thailändisch. Ich konnte nicht lesen, aber wir sind hier in der Verlängerung, wenn man hier geradeaus weiterfährt, geht es zum Weekend Market. Khao Phat Po hier, den muss ich allein essen, weil die Tanita kein macht. You don't like it, ne? It's too heavy. Too heavy, ja. Na dann, eat something else. Lab Catfish. Catfish, ne? What? Lab Bladuk. Bladuk, Lab Bladuk. Und, how is it? Very good, ja. Muss ich auch mal probieren. Lab Bladuk. Mhm. Mhm. Very good, sehr gut, scharf. Lecker. I never eat it like this. Lab Bladuk. Only Yam Bladuk Poo. They have also, huh? Probably. Echt lecker, geil. Somtam with corn. Mm-hmm. Somtam with corn.
schaut auch gut aus. Also wir müssen sagen, es ist ein sehr gutes Restaurant, das La Duc und dann auch hier dieses Somtam mit Mais und vor allem auch der Cao Pad Po, sehr lecker. Cao Pad Po ist ja mit Krabbenfleisch, also Reis mit Krabbenfleisch, war nicht ölig oder so, war echt top hier, also kann man wirklich empfehlen. Und hier scheint das Geschäft erst nachts loszugehen. Wir haben jede Menge Personal, die wollen ja nicht umsonst da sein. Ich denke mal, das fängt so ab 8, 9 an und geht bis 2, 3. Fragen wir dann einmal, wie lange die aufhaben. Hier, das ist alles Personal, die essen jetzt gerade, die stärken sich für die Nachtschicht hier. Also, ja, die haben viel Personal, kann man nicht anders sagen. Wir haben auch noch ein kleines Dessert bekommen, das ist umsonst, das habe ich gerade mitgekriegt. What is it? Bananen. Coconut milk. 4 pieces. Is a lot, huh? Ah, ja. Was ist da drin? Like a pasta. Mhm. Also kriegt man auch noch ein kleines Dessert dazu. Gut, ja. Ja, da kann man nichts sagen. Look nice, ja. Kanom Tuai. Tuai Bowl, also Tuai. Kanom in the bowl. Kanom Tuai. Is coconut milk and bean or what? And flour. Flour. Also schmeckt wirklich lecker und ist sogar noch warm. Ne? They just made it fresh. Haben sie gerade frisch gemacht. Kanom, also Süßigkeit in der Schale, in der Bowl. Und es ist Kokosnuss und irgendwie Flour, Mehl, irgendwas aus Mehl. They have 2 layers. Mm-hmm. 1 layer is made from flour and coconut milk. And the top layer is coconut milk. Yeah. Ist gut. Nicht zu süß, aber schon süß. Again. Aber gegen ein Bier ist auch nichts zu sagen, ist nicht so süß und macht halt zu viel. Okay, gut. You can buy on the market, but it's cold. Mm. This? Yeah, but this is warm. Fresh, they just made it. Das haben sie gerade erst gemacht. Und darum ist es jetzt noch ein zweites. Normal schaut sie auf die Linie. Normally you don't want, you're on diet, but now you cannot resist. Ne? Jetzt kann es ja nicht widerstehen, es schmeckt da wirklich lecker. Also das ist ein tolles Restaurant, kann man nur empfehlen, wenn man in Phuket Town ist. Also ich war jetzt wirklich sehr angenehm überrascht von dem tollen Essen hier. Also war alles sehr gut. Wir haben gerade gefragt, der Laden ist auf ab 4 Uhr nachmittags bis Mitternacht. Naja, Mitternacht. Früher hat er bestimmt mal länger aufgehabt, aber die haben halt da alle nicht mehr so Lust. You know, in the old days in Bangkok, they have 24 hours shop like this. Eh? Also not so much anymore, I think. Es lässt langsam nach, aber es gibt immer einen Laden, der auf hat, auf jeden Fall. Hier nochmal der Blick hier aufs Restaurant. Also man kann es wirklich nur empfehlen. War echt lecker, kann man nichts sagen. Super.